Zunächst muss ich sagen, dass ich die letzten 1,5 Tage schwer begeistert bin, wie strukturiert das bei Ihnen in der Softwareentwicklung zugeht. Ich komme aus einem anderen Bereich, dort, wo man mehr noch in die Hand nimmt, und bei meinen Reisen, bei meinen Kunden als Berater, da kennt man derzeit 3 sehr wichtige Prozessoptimierungswerkzeuge. Das ist einmal der Hammer, Blumendraht und Sekundenkleber. Und ich jetzt als Prediger, denn die Rollen Guru und Missionar sind ja nun belegt, ich als Prediger versuche, hier mal etwas Neues vorzustellen. Und APQP, Advanced Product Quality Planning, kommt aus der Automobilindustrie und aus den Staaten. Und das ist eigentlich der kümmerliche Rest der alten und doch, muss ich sagen, sehr praxisnahen und bewährten QS 9000, die ist, ja, gefühlte vor 200 Jahren eingeführt worden ist. Mittlerweile gibt es sie nicht mehr, abgelöst durch TS, ISO TS. Und hier in Deutschland eben auch durch den VDA-Standard, das benutzt man nicht mehr. Was aber geblieben ist, ist diese Qualitätsvorausplanung nach dem APQP, so eine Art Quasi-Standard. Es ist etwas, worüber man sich unterhalten kann, wo jeder meint zu wissen, was es ist, aber es gibt auch noch ein paar Unterschiede. Das möchte ich Ihnen näher bringen. Zur Strukturierung meines Vortrags einmal, dass ich Ihnen nochmal das Thema APQP näher bringe, dann die Schwächen der bisherigen Umsetzungsmethode näher bringe, dann Anforderungen an Instep nochmal definiere und Umsetzung von Projekten mit Instep erläutere. Nun, was macht Stefan Peil, Engineering Weimar? Mein Name ist selber Stefan Peil. Das ist jetzt ein kleiner Ingenieurdienstleister oder Entwicklungspartner in Weimar, wobei das Erste, was kurios ist, wenn Sie mich besuchen wollten, Sie fahren nach Thüringen, dann würden Sie mich dort nicht finden. Das ist Weimar in Hessen, das liegt 80 Kilometer nördlich von Frankfurt und damit ziemlich zentral abgelegen. Und was wir machen dort, wie gesagt, sehr klein, wir haben übrigens auch keinen Standort in China und auch keinen geschlossenen Wasserkreislauf, wollte ich auch nur betonen. Was wir machen als Grundlage ist Research Engineering, und das hat was mit dem Hammer zu tun. Ich nenne diese ist auch nicht die Produktlinie bei uns, sondern eher solche Aktivitätencluster oder Know-how-Cluster. Auf jeden Fall geht es um ein paar wissenschaftliche Methoden einfach zu haben. Das ist wichtig, wenn man einem Kunden sagen soll, hör mal, du musst deinen Prozess verbessern, da müssen wir etwas tun. Und dann kostet ihn das richtig viel Geld. Und wenn man so einen Vorschlag macht als Berater, dann muss man das gut fundiert darlegen. Da nützt es mir nichts, wenn ich einen quick and dirty erstellten One-Pager mache. Das muss ein bisschen fundierter sein. Und da ist also der Fokus auch auf Research-Methoden. Es ist aber, wie gesagt, kein eigenes Produkt. Der nächste Bereich, Systems Engineering, so habe ich es getauft, da geht es darum, QM-Qualitätsmanagement-Methoden oder Qualitätssicherung in der Entwicklung zu machen oder APQP mal beim Kunden selber als Methodik einzuführen. Und der Bereich Operations Engineering, das ist dann ganz knallhart an der Linie da, wo der Blumendraht und der Sekundenkleber gebraucht wird. Troubleshooting, APQP selbst in der Durchführung eben und solche schönen Sachen wie Six Sigma, wenn Sie das kennen, das ist ein Verbesserungsprozess, der extrem auf Zahlen, Daten und Fakten beruhte, wo sehr viele statistische Methoden eingesetzt werden. Und das, wie gesagt, ist so das Spektrum, das wir abbilden. So, das Ziel des Projektes Instep und APQP lässt sich jetzt so darstellen. Ich habe es versucht, als einen Prozess darzustellen. Vielleicht lerne ich das noch mit den Tasten hier, die sind zu klein. Das Ziel war, ein softwareunterstütztes Safe Launch von entwickelten Systemen oder mechatronischen Systemen zu machen, wobei hier das System ein System ist, aber ohne die Software. Das sind eben andere Standards, die benutzt werden. Hier sind quasi die, ich sag mal so, wie wir verächtlich genannt werden, die Blechbieger am Werk. Das Ziel ist am Ende, also Tag X, der Kunde ruft am Tag X für ein Auto seine Komponenten ab, und ein Auto besteht bekanntermaßen aus mehr als circa 10 Teilen. Das wird dann schon ein bisschen komplizierter. Und so hier eben
zu schauen, wie schaffen wir das, dass wir quasi am Ende oder zum Tag X die entsprechenden Teile in der richtigen Qualität, Menge und auch zu den richtigen Kosten vor Ort haben. So, der Prozess selber, das sollte eine kleine Prozess, einige ganz wenige Prozessschritte sein. Es sollte eine Qualitätsmethode sein und dazu eine Software. Die Software, ich verrate jetzt nicht viel, wenn ich sage, das ist dann letztendlich auch Instep geworden. Und die Methode ist eben ABQP aus den USA. Und was sind die Eingangsgrößen in diesem Prozess? Einmal das Entwicklungsmodell, selber nachdem entwickelt wird, einen Projektphasen, Projektzeitplan und der Abwicklung. Es ist auch gut, oder eine der Anforderungen waren dieses ganze Unternehmen, dass es gelingt, Instep so weit einzusetzen, dass es sowohl bei einem Inhouse, rein Inhouse-Projekt einzusetzen ist, bei einem Projekt, das man auch zu seinen Lieferanten heruntermacht. Das ist ja dieses berühmte Supplier Development Engineering dann oder Lieferantenmanagement oder auch in einem Rahmen eines Kundenprojektes. Nur da muss der Kunde mitspielen, damit man entsprechend auch Instep einsetzen kann. Zur Methodik der Qualitätssicherung. Es ist bei den Leuten, die was in die Hand nehmen müssen und bei den Blechbiegern ein bisschen was anderes. Da kennt man das mit dem V-Modell noch nicht so oder gar nicht. Eigentlich in Vielfach, also bei meinen Kunden ist das noch nicht allzu weit vertreten. Und was es aber man dort eher kennt, ist der sogenannte PDCA-Zyklus. Das ist so eine Art Qualitätsmethode, relativ einfach. Beinhaltet vier Phasen. Einmal so eine Planungsphase, das ist oder Konzeptphase. Da schließt sich dann an eine Umsetzungsphase. Und da wir am Ende ja irgendwelche Produkte erzeugen, gehört dazu auch so das Erstellen von Prototypen. Und da das nächste ist quasi, wenn ich die Prototypen habe, dann gehe ich hinein in die Phase, dass ich das Ganze teste, das System austeste, verschiedene Versuche mitmache und zum Schluss als Regelkreislauf, damit es ein Regelprozess wird, noch eine Phase ACT. Und das ist quasi eine Feedback-Phase, die noch angeschlossen ist, wo man quasi noch die Daten aus dem Markt nochmal herausnimmt oder aus dem Feld, wo die Produkte im Einsatz sind. Das ist bei vielen Teilen, wo ich auch mit dabei bin, also bei Sicherheitsteilen in der Autoindustrie, so zwingend notwendig im Rahmen der Produkthaftung, dass man weiß, wie die Produkte jetzt draußen am Markt so sind. Aber das ist jetzt ein Kreis, es gibt jetzt kein V, es sei denn, ich würde mir jetzt die Säge nehmen und diesen Kreis eben oben einmal durchsägen und dann auseinanderbiegen, dann hat es vielleicht auch ein bisschen die Form von einem V. Die gewählte Methode dann für die Qualitätssicherung ist eben dann dieses APQP geworden. Wobei man sagen muss, das ist so ein Begriff, den kennen ganz viele Leute, heißt dann auch als Synonym benutzt für das Lieferantenmanagement. Man kann das sehr viel mitmachen, aber eigentlich, und der Standard, den ich eben gezeigt habe, steht eigentlich nur ein Werkzeug drin, das beschrieben wird. Trotzdem hat es so eine gewisse Eigendynamik und man kennt es, die Vorgehensweise APQP. Und was ich jetzt hier gemacht habe, was wir gemacht haben, das ist ein bisschen nach was anderes und weitergehen. Also was ist APQP? APQP ist mal auf Deutsch übersetzt eine Qualitätsvorausplanungsmethode. Ich möchte also schon in der Entwicklung und später in der Prototypenphase und dann in der Produktion selber Prüfmerkmale definiert haben, wonach ich meine Produkte prüfe, sodass sie letztendlich auch dass sie tauglich sind und auch die Kundenanforderungen erfüllen. Es ist ein einfaches Modell und Entwicklungs- oder behinderte Qualitätssicherungsaktivitäten für die eigene Entwicklung und auch für das Lieferantenmanagement ist Basis für ein seit Jahren praktiziertes Vorgehen. Aber was es nicht ist, das ist kein Entwicklungsprozess, also damit kann man nicht eine Entwicklung durchführen, es ist kein Entwicklungshandbuch und es ist eigentlich auch kein Assessment-Werkzeug. Also muss schon ein bisschen kreativ sein, aus diesem APQP-Manual dort was zu generieren. Um es aber schlüssig zu machen, rund zu machen, ganz noch mal ein paar Worte zum Thema des Entwicklungsprozesses. Und was der Unterschied ist auch zur Softwareentwicklung,
Ich denke, Softwareentwicklung kennt auch diese so Konzeptphasen, Marktanalysen, Benchmarking, wo will ich eigentlich hin? Ist mein Produkt später eigentlich am Markt auch nochmal zu verkaufen? Was wird die Rendite sein und so weiter? Das tue ich natürlich bei der Entwicklung von mechatronischen Systemen oder eher mechanischen Systemen natürlich auch in Hardware und Elektronik. Ich gehe natürlich auch in die Systemanforderungsanalyse hinein, in die Architektur und Definition, das gibt es natürlich dort auch. Dann ist es eher ein Blockschaltbild. Da das ein System ja aus mehreren Komponenten besteht, muss ich auch in die Komponentenanforderungsanalyse hineingehen und in das Systemkomponentendesign. Aber jetzt kommt so ein Punkt, der ist dann schon wieder, beziehungsweise jetzt geht es dann auseinander, das kennt die Software nicht mehr. Ich werde meine Komponenten designen, ich werde Zeichnungen erstellen und die gehen an Lieferanten, also vielleicht auch nach China. Und dann, ab da wird es kompliziert. Dann habe ich jetzt die Lieferantenbasis noch mit dabei und habe meistens ganz viele Systembrüche in den Software-Tools und auch bei den Menschen in der Sprache und so weiter. Und da wird es die Entwicklung eigentlich schon sehr interessant und sehr, sehr knifflig. Und da passt dann eben vieles auch nicht mehr von den strukturierten Vorgehensweisen. Da wird es extrem chaotisch. Das Ganze, wenn die Komponenten zusammenkommen, also gibt es wieder irgendeinen Termin, Liefertermine, wird das Ganze dann zu Prototypen zusammengebaut. In der Software würde man sagen, integrieren, nehme ich an. Das habe ich jetzt, wenn ich das richtig gelernt habe, die letzten anderthalb Tage. Und was ganz wichtig ist, es soll aber zum Teil auch noch letztendlich das Teil dann gefügt werden zu einem System. Also irgendwo wird auch noch eine Anlage, eine Fertigungsanlage geplant und gebaut. Das ist dann, was auch sehr, sehr teuer wird. Das ist nochmal ein eigenes Projektmanagement an sich. Und das ist dann nochmal Anlagenbau und die Planung dazu. Das heißt, hier müssen Fertigungsstraßen gebaut werden. Aber all das gehört mit dazu, zu diesem APQP-Projekt und dieser Qualitätssicherung nach APQP. Später gibt es dann noch die Systemvalidierung, klar, die Komponentenvalidierung und auch der Prozess muss an sich validiert werden. Ist ja so, dass der Kunde entsprechend gebrauchstaugliche Teile haben möchte. Das muss ja später in einem Fahrzeug integriert werden und man kann ja, also wenn Sie als Kunde ein Fahrzeug kaufen, dann muss es ja gleich von Anfang an funktionieren. Man kann ja nicht sagen, da sind noch gewisse Kinderkrankheiten mit dabei und wenn es die gibt, dann sollten sie nicht auffallen. Das nächste, wo sich ja die Leute oder meine Kunden schon ein bisschen eher mit auskennen, das ist so ein Phasenplan. Gut, okay, das Konzeptphase, die Produktentwicklung, Prozessentwicklung, die Industrialisierung. Industrialisierung ist dann Planung der Anlagen und der Bau, sodass ein Teil dann eine Komponente oder ein System gebaut werden kann. Und letztendlich dann Produktion selber, die abläuft. Dann ist da, wenn der Serienstart gegeben ist, also SOP, geht das Ganze in die Produktion hinein. Unterstützen das gesamte Projektmanagement, das Änderungsmanagement über Change Request, Feedback und kontinuierliche Verbesserung kommt vom Kunden natürlich und auch aus dem Markt oder aus dem Feld, heißt es in dem Fall. Und es sind sehr viele Quality Gates nochmal definiert. Also das ist etwas, was man jetzt gesehen haben muss, um das APQP-Modell zu entwickeln. APQP, das ist was sehr Praktisches. Wie gesagt, ich fand die Struktur, wie man Software entwickelt, ja phänomenal. Das geht also doch alles nicht so in meiner Welt da nicht so ab. Dafür benutzt man sehr viele Tools und in verschiedenen Softwaren eigentlich auch, sei es Word oder Excel. So ein typisches Tool, das man bei APQP einsetzt, ist das Process Map. Das heißt, man malt mal den ganzen Prozess, den man hat, auf, wie er später mal in der Fertigungslinie sein soll. Man führt auch die Risikoanalysen, Design- und Prozess-FMEAs durch und hat auch seine Kontrollpläne, so wie sie dort beschrieben sind. Und das ist nochmal ein Punkt, DVP und R, das ist Design Verification Planning and Reporting. Testen auf gut Deutsch. Die Roadmap für eine, sagen wir mal, relativ moderne Entwicklung sieht eigentlich jetzt so aus, dass ich einmal die Produktentwicklung habe, das ist das so ein bisschen softwaremäßig auch, dass ich Komponenten habe, Systeme habe, Funktionen und Anforderungen. Dann habe ich aber noch meinen Prozess, denn wie gesagt, es muss mal ein Teil produziert werden. Und ich habe auf jeden Fall beim Prozess Schritten immer Eingaben in den Prozess und ich habe auch Ausgaben aus einem Prozess hinaus. Und diese
Dinge gehen dann in die Risikoanalyse hinein, in die FMEA, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Design-FMEA, wenn es ums Produkt geht? Dann denke ich eher, wenn ich einen Fehler habe, simuliere ich dann, welche Funktion ist es nicht erfüllt und generiere daraus meinen Fehler und meine möglichen Ursachen. Beim Prozess ist es so, dass ich Eingaben habe und das sind dann meine Ursachen für die Probleme. Das wird dann standardmäßig in einer solchen in zwei Typen von FMEAs bewertet, in der Prozess- und der Design-FMEA. Der nächste Punkt ist dann, es werden ja in der FMEA auch Absicherungsmethoden und Absicherungsmaßnahmen definiert und die gehen dann, sollten dann eigentlich in den nächsten Punkt hineingehen, das ist dieser Kontrollplan und hier werden sie ausgeplant. Das heißt, hier steht ganz spezifisch drin, das Merkmal, mein Durchmesser 10 von einem Bolzen, der muss entsprechend einmal pro Schicht geprüft werden. Das lege ich in einem Kontrollplan fest. Was ich persönlich dann auch weitermache, dass ich dieses Teil, dieses Werkzeug nutze, gehe dann in den Testplan hinein, in den Design Verification Planning und das Reporting, sodass ich hier auch nochmal Tests generiere für die Produktvalidierung, auch die Prozessvalidierung. Prozessvalidierung muss man sich so vorstellen, dass ich zwar eine Fertigungslinie habe, da laufen natürlich dann immer alle 20, 30 Sekunden irgendein Teil lang, aber ich muss ja trotzdem, sind die Prozesse ja auch parametriert, ich muss ja schauen, wie genau sind meine Parameter, erzeugen die letztendlich auch Produkte, Teile und Komponenten, die dann auch die Qualität erzeugen und auch die Funktion, die ich haben will. Während hier quasi im Kontrollplan die eigentliche Qualität, so wie man sie landläufig kennt, beschrieben sind, ist der Designplan quasi, da geht es um die Thema Zuverlässigkeit und Haltbarkeit von Produkten, was sehr wichtig ist. Und das Ganze fließt wieder zurück letztendlich in meinen Qualitätsprozess, in den Anfang wieder hinein. Diese Informationen muss ich auch zurückspiegeln und was auch noch ganz wichtig ist, sind auch die Felderfahrungen. Die Felderfahrungen sind insofern dann von Interesse, wenn ich die Risikoanalyse mache und da hat man es vielleicht im Autobau und bei Produkten, die einiges wiegen und die irgendwo im Einsatz sind, ein bisschen einfacher, weil ich da habe Messgrößen eher. Das heißt, wenn ich ein Auto habe, ein Steuergerät, wenn irgendetwas passiert ist, dann kann ich das Steuergerät auslesen. Ich weiß die Messgröße, das ist nach X zum Beispiel und nach X Betriebsstunden aufgefallen. Also hier kann man dann ein paar einfache Messgrößen definieren, mit Weibull-Analysen dann quasi Kenngrößen definieren, um dann in der FMEA besser die Auftretenswahrscheinlichkeit festzulegen. Das war ja ein Thema vorhin, dass es in der Software ein bisschen schwieriger wird. Das hat eben damit zu tun, dass die Software nicht produziert wird, sondern einfach nur entwickelt wird. Und da Fehler zur Hand haben, ist schon kompliziert. Hier ist es ein bisschen einfacher. Es gibt auch für Prozess-FMEAs auch Tafeln, die dann eigentlich so unterwegs sind und die man nutzen kann in der eigenen Entwicklung. So, aus diesem Abriss der Entwicklung im Schnelldurchgang, wie man solche Systeme, mechanische Systeme entwickelt. Es ist jetzt so, dass wir aus dem Phasenmodell, das ich am Anfang hatte, aus dem Entwicklungsmodell, also wie mache ich etwas, das sind die ganzen Iterationsschleifen dabei, damit fühlen sich viele Leute noch nicht so wohl, weil es eben iterativ ist und ich brauche ja Termine und das ist eher im Phasenmodell drin. Der Roadmap, den ich Ihnen eben gerade gezeigt habe, der Projektabwicklung, wurden Prüfabschnitte für das APQP definiert. Prüfabschnitte, das ist jetzt so eine Eigenkreation, das Wort, das ist das, wonach ich eigentlich in einem Entwicklungsprozess bei einem Lieferanten oder selber im Projekt schauen möchte, um sicher zu sein, dass die Entwicklung ordentlich abläuft. Wir haben dann sinnvoll mal geclustert, einmal nach dem Phasenmodell, also was gibt es in der Produktentwicklung, Prozessentwicklung, Industrialisierung, Serienproduktion, Projektmanagement und dann einige Dinge herausgesucht, nach denen man wirklich schauen muss. Und was hier steht, diese Punkte, die sind auch aus der Praxis sehr wichtig gewesen, immer in der Vergangenheit, auch bei Lieferanten, was ist da schiefgegangen und das ist nicht so entwickelt worden. Dieses Requirements Analysis da auch an der Stelle in diesen Projekten, also das Anforderungsmanagement, hier immer wieder die Frage, weil wir ja aus dem System herausgehen, wir haben einen Toolbruch, wir haben auch einen Bruch, dass wir das Haus verlassen, wir gehen zu Lieferanten hinein und das ist ganz wichtig, dass der Lieferant eben auch ein,
ein freigegebenes Lastenheft hat, dass er das verstanden hat, dass er es bestätigt hat und so weiter. Und da gibt es doch immer wieder einige Irritationen, oder dass es nicht funktioniert. Und das ist so ein Prüfpunkt gewesen. Der nächste Punkt, Design Verification, ist klar, gehört auch mit diesem Bereich Produktentwicklung mit hinein. Auch das Lieferanten APQP-Status, das heißt, das, was man hier sieht, benutze ich für die Eigenentwicklung. Das Ganze nehme ich aber auch mit und gehe zum Lieferanten und prüfe das so nach. In der Prozessentwicklung ist es der Prozessflowchart, der entsprechend vorhanden sein muss. Die Prozess-FMEA an der Stelle, Kontrollplan und noch ein ganz wichtiger Punkt, das sind Mess- und Prüfmittel. Das ist das, was aus meiner Erfahrung ganz selten funktioniert. Es werden unheimlich viele Daten erzeugt, noch Messgrößen in Fertigungsprozessen, aber nicht alle machen sich, oder sind notwendig, haben die notwendige Sorgfalt, dieses Messsystem auch zu qualifizieren. Also entstehen Daten, es stehen Messergebnisse, aber die sind zum Teil sind sie nicht richtig. Hat dann wiederum zur Folge, wenn man einen Prozess verbessern will, dann sehe ich nichts außer Rauschen. Also wenn ich Regressionen mache, weil ich meine Antwortvariable zum Beispiel verbessern will an einem Prozess, an einem Durchmesser zum Beispiel, und habe alles, was ich ringsherum messe, einfach nicht sauber, dann funktioniert es nicht, dann funktioniert auch meine Prozessverbesserung nicht. Also das muss man als, oder muss ich als Prediger immer wieder darauf hinweisen, dass man seine Messsysteme zu qualifizieren hat. Die Industrialisierung ist ein paar Punkte. Capital Equipment, da geht es darum, Maschinen und Anlagen. Es kommt häufiger vor, dass man weiß, das Unternehmen weiß, der Lieferant weiß, ich muss ja eine Anlage noch mal kaufen. Dann gibt es aber zum Teil Lieferschwierigkeiten. Oder was noch wichtiger, was ich schon häufiger gesehen habe, dann fehlt ein Teil einer Komponente oder es ist dann eine schöne, vielleicht eine Presse beschafft, aber niemand kann sie bedienen. Das gibt es auch. Das ist noch nicht mal was jetzt selten vorkommt. Es ist relativ häufig. Und es ist auch ein Punkt, den wir mit aufgenommen haben, dass man schaut, okay, lieber Lieferant, oder was wollen wir eigentlich noch an neuen Anlagen kaufen und wissen Sie im Zeitplan, dass man da hinterhergeht. Gut, Verpackung ist ganz wichtig, also diese Geschichten, Transport, Lagerung, wiederverwendbare Verpackungen oder dass man mit dem Lieferanten und mit dem Kunden ein entsprechendes System ausarbeitet, dass Mehrwegverpackungen, Training und ist auch wichtig. Also es kommt häufiger vor, dass man hineingeht, sich eine Produktion anschaut und niemand kann die Prozesse so richtig bedienen, also das heißt nicht niemand, aber es sind auch einige dabei, die können die Prozesse nicht richtig bedienen oder kennen ihre Messmittel nicht, kennen ihre Anweisungen nicht und hier sollte man auf jeden Fall schon frühzeitig reinschauen. Das betrifft dann im Fall auch nochmal der Anweisungen und das Projektmanagement, da schaut man nochmal in den Projektzeitplan und hier ist Production Readiness, ist ganz wichtig. Das ist ja der Punkt, wo der Tag X eine Komponente nun ans Band beim Kunden geliefert wird und da soll ein Auto fertig werden. Und das ist ganz wichtig, das gibt halt mächtig viel Ärger. Ich kann keine Marktanführung von einem Auto machen, wenn die Räder fehlen und alles andere ist da. Das muss also sehr zeitgleich kommen und das ist schon schwierig. Und ein anderer Punkt ist, das war dieser PDCA-Zyklus. Hier habe ich reingepackt in diesen Themenkomplex das Feedback und auch nochmal so eine Rückkopplung, Continuous Improvement also, oder kontinuierliche Verbesserung. Wie sieht es üblicherweise aus? Ich habe mal so eine Art Architektur hier dargestellt. Das, was man sieht, was gesteuert wird und was Kommunikationsmittel ist, der sogenannte Progress Report. Dort sind die Prüfabschnitte dargestellt und auch bewertet. Das ist aber zu grob, es sind ja etwa 17 Punkte, die wir hier hatten. Damit kann ich jetzt noch kein Projekt sinnvoll steuern oder die Qualitätssicherung. Deswegen generiert man pro Prüfabschnitt nochmal einige Issues. Und das sind nochmal ganz spezifisch ein paar Fragen zu dem zum Beispiel Requirements Analysis, dass ich wirklich frage, liegen die Lastenhefte beim Lieferanten vor, hat er diese bestätigt? Oder wie ist das Änderungsmanagement geregelt, dass Anforderungen, die man selber nochmal ändert oder gerindert, die der Kunde durchspielt, dass die entsprechend auch beim Lieferanten gelandet sind? Es gibt da, also in der Praxis gibt es durch Tools, womit das Anforderungsmanagement gemacht wird. Also es ist ja leider so, dass noch nicht alle hier in Deutschland Instep einsetzen, dann wäre das gar kein Problem. Aber es gibt ja noch das ein oder andere Tool, das eingesetzt wird, dann macht man dann Word-Exporte und das ist dann natürlich schwierig in der Handhabe, da muss man schon sehr aufpassen.
Deshalb war alles in Issues beschrieben, dort sind Prüfpunkte definiert, ein Fragenkatalog. Und natürlich frage ich ab und man stellt fest, das funktioniert alles noch gar nicht so, wie es sein sollte. Und das sind dann die sogenannten Actions, die herausgeneriert werden. Das sind schlichtweg Maßnahmen, die dann auch umgesetzt werden müssen zur Verbesserung. Was geht hinein in diesen kleinen Prozess oder in die Architektur? Das sind die Dokumente, die Nachweise. Das wäre auch alles ganz einfach, wenn, wie gesagt, alle Welt Instep benutzen würde, wäre das kein Problem, ist aber leider nicht so. Es gibt noch sehr viele Excel- und Word-Dokumente. Hier hat man aber in Instep dann die Möglichkeit, das entsprechend einzubinden. Es gibt auch noch diverse Zeitpläne, das ist quasi auch noch was hineingeht. Und das Reporting ist das letztendlich, was aus dem Prozess herausgeht. Das ist quasi so die Erfolgsmeldung, passt oder passt nicht. Die Schwächen der bisherigen Umsetzung, das ist ja einfach so, dass ich so viele Tools habe und dass es einfach sehr uneinheitlich ist und viele Teams auf dem Server arbeiten und jeder hat irgendwo seinen Ordner und es ist alles ein bisschen unstrukturiert. Und wonach schaue ich in der Fragenkatalog? Das gibt es häufig nicht. Und und der eine Kollege fragt sich eben, habe ich denn überhaupt alles abgefragt? Bin ich überhaupt sicher? Man muss dazu sagen, ich kann einen noch so großen Fragenkatalog generieren, wenn ich aber nicht selber ein bisschen Prozessverständnis oder von dem habe, was der Lieferant macht oder was man selber macht im Haus, dann wird es nicht. Also da nützt natürlich das Tool auch nicht. Aber hier kann man mit dem Werkzeug schon viel an Unsicherheit nehmen, weil ich aber weiß, wonach ich schauen muss. Also das ist natürlich das Umgang mit solchen Office-Dokumenten. Die Versionierung natürlich auch, wie heißt die, der Kollege ist im Urlaub, keiner weiß, wo die Daten sind. Und letztendlich fehlt in solchen Systemen oder wenn man das so macht, eigentlich häufig der Gesamtüberblick. Es gibt dann keinen, der so richtig weiß, was eigentlich Sache ist. Und wenn man sich vorstellt, eine Komponente mit 50, 60 Teilen und jeder, sagen wir mal, einige Mitarbeiter betreuen jeder so 5, 6 Teile, dann muss es irgendwo zusammengefasst werden zu einem gemeinsamen Verständnis, zu einem gemeinsamen Bericht. Jetzt hatte ich ja erwähnt, das ist jetzt auch keine große Überraschung, die Abbildung und die Software sollte dann Instep sein. Und was es können muss, das ist was sehr wichtig war, das ist einmal der hohe Standardisierungsgrad im Abarbeitungsprozess und eine Haussicherung. Das heißt, ich möchte, das betrifft auch mich, ich möchte, wenn ich jetzt so ein Projekt beginne, möglichst gleich wertschöpfend arbeiten. Ich möchte also nicht lange herumrüsten, mir überlegen, wie läuft das Projekt ab, welche Phasen, Aktivitäten habe ich. Mittlerweile geht es eigentlich mit 2 Mausklicks, einfach, dass ich nur sage, Projekt anlegen und das Datum oder den Namen vergebe. Und das war es eigentlich schon und der Rest ist dann schon einfach vorhanden und ich kann dann sofort loslegen. Reporting ist ganz wichtig. Ich möchte hier auch nicht mehr irgendwelche Dokumente zusammensuchen, wo ich mal irgendwo was gefragt habe. Es soll alles in einer Datenbank auch drin sein, sodass ich aus dieser dann heraus mir einen Bericht generieren kann. Controlling ist sehr wichtig, das ist eine ganz teure Angelegenheit, dieses Supply Development Engineering. Normalerweise, wenn ich das selber mache für Kunden, dann verbringt man eigentlich die meiste Zeit irgendwo im Flugzeug und ist unterwegs. Und da sind die Kosten nicht unerheblich. Kommunikation der Status ist ganz wichtig, es muss zusammengefasst werden, jeder oder der Manager, die Führungskraft sollte eigentlich schon wissen, wo stehen die ganzen Projekte, die ganzen Komponenten, das soll ganz übersichtlich gemacht werden. Ein Punkt, den ich eigentlich so dann noch gar nicht erlebt habe in diesen Projekten, das ist das Konfigurationsmanagement oder einfach gesagt, die externen Dokumente, die entstehen, die ein Lieferant hat, die vielleicht einen Kunden hat, die kann ich in Instep natürlich sehr gut dann mit einbinden und versionieren und das ist auch eine Anforderung gewesen, das muss funktionieren. Die geringe Rüstzeiten, das hatte ich eben schon erzählt. Es ist nicht so, dass man bei einem Projekt immer von Anfang an dabei ist und man steigt zum Teil auch sehr spät ein. Dann möchte ich entsprechend auch gleich mit anfangen können. So, wie ist es umgesetzt in Instep? Geht hier genauso. Es gibt hier auch den Progress Report, den es vorher schon gab. Nur da in der Vergangenheit vor Instep gab es das in Excel. Es gibt auch hier die Issues wieder, auch in Instep. Das heißt, den ganzen Fragenkatalog, wonach, was möchte ich sehen, wonach schaue ich. Und es gibt auch wieder die Actions, auch in Instep abgebildet. Es gibt das Reporting, die Nachweisdokumente jetzt versioniert und den Zeitplan, der ist auch da drin. In Instep alles abgebildet. Das heißt, ich bin eigentlich in der Lage, mit 2 Mausklicks ein komplettes Projekt zu starten.
Und so sieht jetzt InStep aus mit APQP, mit der APQP-Funktion. Es wird auch jetzt etwas anders sein, als Sie es eigentlich kennen, weil das ist die Hauptmaske und ich sehe jetzt hier keinen Zeitplan und ich sehe keine Aktivitäten. Was ich hier sehe, sind die Prüfabschnitte, die ich eben erläutert hatte, diese 17 Punkte. Ich sehe hier schon mal allgemeine Checkpunkte, die hier definiert sind. Das heißt, wenn ich meine Issues generiere, habe ich hier mal Vorlagen, beziehungsweise sind dann im Vorfeld schon Issues generiert. Also immer dann, wenn ich ein Projekt neu lade, habe ich die ganzen Issues schon entsprechend mit drin und kann sofort anfangen. Das ist die wohlbekannte InStep-Leiste, sieht aber ein bisschen anders aus, als was Sie kennen. Also hier gibt es einen Progress-Report, klicke ich drauf, habe das hier dargestellt und ich sehe hier auch den Status, der ist farblich markiert. Also ich sehe in meinem Projekt ja hier meinen Progress-Report und weiß jetzt erstmal schon, welche von meinen Prüfabschnitten jetzt im Projekt eigentlich rot und welche gelb und welche grün sind, wo noch was zu tun ist oder wo es eng wird. Und die Führungskraft sieht es auch, hat seine eigene Sicht dann, da werden bei ihm quasi sämtliche Projekte zusammengefasst und er sieht den Gesamtstatus. Das sind, wie gesagt, hier die Prüfabschnitte. Der Status ist dargestellt, allgemeine Checkpunkte als erster Einstieg, als erste Orientierungshilfe, was ich eigentlich in den Prüfpunkten sehen will. Die Issues. Der nächste Punkt ist, wenn ich nochmal bei den Requirements Analysis hier bleibe, klicke ich einfach drauf und kann über mein Menü über dem Menü Create Issue anlegen, ganz einfach mit einem Klick und bin dann in dieser Eingabemaske hier. Und hier schreibe ich mir, wenn sie noch nicht da sind, die Fragen hinein. Also hier wollte ich im Bereich Requirements Analysis, habe ich mir mal überlegt, was muss ich wissen zum Bereich der Kundenlastenhefte und habe jetzt hier einfach die Frage definiert. Hier geht es um die Rückverfolgbarkeit, also die Rückverfolgbarkeit der Anforderungen beschrieben in Pflichtenheften und so weiter, sichergestellt, können Validierungsergebnisse aus dem Test wieder dem Lastenheft zugeordnet werden. Und das ist das Fragenkomplex. Und wenn ich dann ins Projekt hineingehe, schaue ich, ob das Ganze vorhanden ist. Und wenn nicht, generiere ich ein Problem. Und hier war mal etwas nicht in Ordnung. Und ich habe festgestellt, dass in den Nachweisdokumenten nicht für alle zurückgewiesenen Anforderungen auch entsprechende Begründungen geliefert worden sind. Also das ist jetzt eine Frage aus dem Anforderungsmanagement, aber das ist wichtig. Wenn ich etwas ablehne auch gegenüber dem Kunden, muss ich wissen, warum. Ich muss es ihm ja darlegen. Was ich in dieser Issues-Maske noch habe, einmal den Status kann ich hier definieren. Ich sage, wann ist die Issue, das heißt diese Befragung eigentlich hier gestartet. Und mit der Aktion kann ich hier nochmal, wie gesagt, den Status festlegen und kann das Ganze wie gewohnt in InStep zurückgeben. Vorschlagsinhalt sind hier bei mir gewesen oder bei uns gewesen die betroffenen Geschäftsprozesse. Es ist dann einfach zu schauen, in welchen Geschäftsprozessen sind hier die Fragen zu stellen. Prüfpunkte sind hier dargestellt und das Ganze ist dann hier, gibt dann als nächsten Punkt eine Action. Das ist der Punkt, den wir eben hatten, Anforderungsbestätigung, es hat nicht funktioniert, generiere ich eine Action draus, klicke ich nochmal weiter auf dieses Kundenlastenheft und sage Create Action, dann legt er InStep automatisch unter diesem Prüfabschnitt Requirements Analysis Kundenlastenheft als Issue hier eine Aktion an oder eine Action. Und hier lege ich fest nun, was als Maßnahme zu machen ist. Was hier noch weiter gemacht wird, ich lege den Verantwortlichen fest. In InStep ist es ja möglich, das wissen Sie selber, möglich, dass ich verschiedene Rollen zuweisen kann. Ich kann jetzt hier auch eine Aufgabe verschiedenen Mitarbeitern, einem anderen Mitarbeiter zuweisen, der jetzt vielleicht gerade irgendwie mal Zeit hat, danach zu schauen. Den Due Date muss ich festlegen, das heißt, bis wann muss die Aktion jetzt abgeschlossen sein. Und was ich sehr schön finde, das ist später fürs Controlling, das ist der Estimated Effort. Das heißt, hier wird auch klar definiert, was ist die Zielvorgabe, bis wann oder wie groß ist der Aufwand für diese Maßnahme. Und dann, wie gewohnt, kann ich den Status definieren. Wenn es wichtig ist, dann sage ich es entsprechend rot und dann sehe ich hier in der Zustandsleiste, die Kundenlastenhefte als Issue war rot und die Aktion entsprechend auch und der Gesamtprüfabschnitt für das Requirements Analysis hier auch. Ein sehr schöner Punkt in InStep, ich kann ja, was ich bisher gesehen habe, kann ich im Prinzip ja schon ein komplettes Projekt im Prinzip
nachprüfen. Was wir da nicht haben oder was ich da nicht habe, ist eine Zeitplanung. Das gibt es in Instababy auch in dem APQP-Modul, wenn ich so nennen darf. Sie haben hier zu dem Punkt Requirements Analysis einen kleinen Zeitplan. Der umfasst einmal den Punkt Supply Timing. Das ist der Zeitpunkt oder ein Meilenstein, bis zu dem die Aktivitäten beim Lieferanten oder intern vollkommen abgeschlossen sein müssten. Und dann schließt sich eine Überprüfungsphase an. Und nach dieser Überprüfungsphase oder hier als letzten möglichen Zeitpunkt, bis zu der die Überprüfung und die ganzen Actions abgeschlossen sein müssen, ist der Program Need Date. Das ist der Punkt im Prinzip, wo, naja, wenn der nicht eingehalten wird, ist das gesamte Projekt gefährdet. So kann man hier rückwärts planen. Das ist im Projektmanagement heraus, das ist eine Kundenanforderung. Was ist mein Program Need Date? Kann ich schauen, wie lange habe ich Zeit zum Prüfen und kann entsprechende Vorgaben machen, bis zu dem Zeitpunkt die Aktion abgeschlossen sein müssen. Hier ist es auch so, dass dieser Plan hier jeweils auch schon vorkonfektioniert ist für die 17 Prüfabschnitte. Das heißt, ich klicke hier rein und habe das hier jeweils gleich schon definiert. Ich kann sofort reingehen und kann mir hier das Datum dazu definieren. Das hat auch den Vorteil, dass ich damit sehr schnell sehr viel und sehr, sehr wertschöpfend arbeiten kann. Ich muss mir eben nicht viel überlegen. Als Möglichkeit noch, oder ja, leider, wenn die Aktionen, und das kommt häufig vor, irgendwo ihren Termin überschritten haben, gibt es als letzte Warnung im Prinzip die in der Instep-Leiste die Maske My Overdue Actions. Das ist dann für den, der eine Aktion oder eine Action abzuarbeiten hat. Wenn die überschritten ist, dann erscheint die bei ihm auf ganz persönlich in seiner Sicht, in seiner Maske, dass hier die Architekturbewertung gewesen, im Zustand rot, und die ist überschritten gewesen. Er weiß, muss sich jetzt hier sputen, damit es hier abgeschlossen wird. Und was ich letztendlich noch sehr schön finde, ist die Controlling-Funktionen in Instep, die wir da gebaut haben. Es ist so, bei anderen Projektmanagement-Softwaren, die ich habe, hatte ich immer das Problem, wahrscheinlich war es einfach auch nur Dummheit, aber dass Phasen mit irgendwelchen Zeiten und Aufwänden hinterlegt waren. Und es kamen bei Projekten also irrsinnige Summen heraus. Und hier ist es jetzt intelligenterweise so, dass es das, was Geld kostet, und wir sind eigentlich die Actions, das ist, was gemacht werden muss, wo ich hineinschaue, wo ich vielleicht irgendjemandem helfen muss. Das sind 2-3 Tage Arbeit, das ist das, was Geld kostet. Und das ist auch das, was in der Controlling in der Zusammenfassung quasi erscheint. Und das kann ich ganz einfach machen. Immer wenn ich an einer Action dran bin als Mitarbeiter, gehe ich in meine Zeiterfassung hinein, gebe meine Zeiten rein und werden dann gleich verbucht und sie erscheinen dann auch in der Projekt, im Projekt selber als in der Controlling-Übersicht. Und von der Erfahrung her muss ich sagen, passt das sehr gut, sodass ich sagen kann, dass ich das sogar für die Beratung im Prinzip für eigentlich auch schon für eine Kostenkalkulation benutzen kann. Also ich weiß schon, so ein APQP-Projekt, wie teuer das eigentlich wird letztendlich und wie realistisch und was dahinter steckt. Okay, der letzte Punkt ist in Instep noch, was hier realisiert worden ist, sind die Reporting-Funktion relativ einfach auch gemacht. Sämtliche Issues und die Actions kann ich per Knopfdruck in einen Report hineinpacken. Das ist auch sehr wichtig im Bereich der Kommunikation. Also hier gehe ich raus, verlasse ich Instep, die Datenbank, und führe das Ganze in zum Beispiel Word über und kann dann einen Bericht erzeugen. Da kann ich noch ein bisschen herumfummeln an den Überschriften, das hatten wir gestern gesehen, und kann das zum Beispiel auch verschicken auf dem Management, wenn es das haben möchte. Und für mich okay, ist es sinnvoll, quasi als Nachweis, dass das alles gelaufen ist im Projekt und wo es noch hapert. Gut, das war im Prinzip jetzt die Darstellung von APQP für Instep. Vielleicht noch ein Punkt an dieser Stelle, warum Instep und das gemacht worden ist. Also die Herausforderung oder die Aufgabe war, dass es eine wirklich sehr, sehr einfache Umsetzungsmethode sein soll. Das heißt, ohne großen Rüstaufwand gleich im Projekt etwas wertschöpfend tun. Und das muss ich sagen, das ist mit Instep sehr gut gelungen.
das funktioniert sehr gut. Wir hatten gestern gesehen, dass man die Kollegen zum Teil auch nochmal Excel-Ausdrucke machen und Nachrichten, ich mache das auch. Also bis jetzt hat alles immer gepasst und muss sagen, bewundere Herrn Fritz, der, wo ich doch aus einem Paralleluniversum komme, das innerhalb von 4 Stunden, nachdem ich hier mal in Berlin war und mir das dargelegt habe, wie es funktionieren soll, dass eigentlich das herausgekommen ist und was gleich funktioniert hat. Also hier muss man nichts nachbessern. Hier ist also gleich das, was gemacht worden ist, funktioniert, glaube ich, wirklich super. Und zwar von Anfang an. Vielen Dank.